Willkommen zurück. Wir befinden uns im Arbeitsblatt Grenzwerte von Folgen und im Fenster Grenzwert unendlich. Was du bereits wissen solltest, ist, was ein Grenzwert ist. Und wir werden uns jetzt die Schreibweise für unbegrenztes Wachstum anschauen. Wenn wir schreiben Limes an für n gegen unendlich ist gleich unendlich oder kurz an geht gegen unendlich, dann meinen wir damit, dass es für jede noch so große Zahl m ein Folgenglied gibt, ab dem dann alle Folgenglieder größer als die Zahl m sind. Hier ist ein Beispiel. Unsere Folge ist die Folge, wo das n-te Folgenglied jeweils 2 hoch n ist. Und ich behaupte, dass Limes 2 hoch n für n gegen unendlich unendlich ist. Das bedeutet, dass wenn mir jemand eine Zahl m gibt, ich imstande sein muss, ein Folgenglied zu finden, ab dem dann alle Folgenglieder größer als m sind. Zum Beispiel könnten wir für m 400 nehmen. Wenn wir uns das Bild anschauen, dann sehen wir, dass ab dem 9. Folgenglied alle Folgenglieder größer als 400 sind. Ab dem 9. Folgenglied sind alle Folgenglieder größer als 400. Ein noch einfacheres Beispiel. Wäre die Folge, wo wir für das n-te Folgenglied die Zahl n nehmen. Dann haben wir auch, dass Limes n für n gegen unendlich unendlich ist. Wenn mir jemand eine beliebige Zahl m gibt, dann haben wir das ab dem m plus ersten Folgenglied sind alle Folgenglieder größer als m.